bin schon ein Wiener, Kind der Josefstadt. Ich glaube, man tragt immer einen großen Teil von der Mentalität mit von dem Ort, wo man aufwächst. Es ist halt im Vergleich zu anderen Städten ein bisschen lustiger. Dafür ist es auch ein bisschen gemütlicher als woanders. Mit der Gemütlichkeit kommt ein bisschen die Faulheit dann hinein. Ich finde Wien schon super. Und vor allem jetzt im direkt die Josefstadt, dass das der kleinste Bezirk ist und irgendwie fast ein bisschen ein Dorf in der Stadt, der aber auch nie wirklich hip oder cool gewesen ist, sondern einfach so ein Fleckerl, das sich irgendwie so hält, wie es ist und nicht wirklich dramatisch verändert. Wenn ich mit einer neuen Nummer anfange, dann geht dem vorher einfach mal ein paar Ideen, die ich im Klavier sammle. Das sind im Endeffekt Akkordfolgen oder Mischung aus Melodie und Akkorden, die meines Erachtens dann irgendwie ausbaufähig sind. Dann nehme ich die, dann merke ich mir das, was ich gespielt habe, gebe es in den Computer, in einen Synthesizer rein, schaue, wie es klingt, schraube ein bisschen dran herum und wenn es mir dann immer noch gefällt, dann habe ich ein Schlagzeug drunter oder irgendwelche rhythmischen Elemente. Wenn das dann immer noch gut funktioniert, dann gehe ich nochmal zum Klavier zurück, schaue, ob ich vielleicht einen zweiten Teil finde, ein zweites Thema, das dazu passt. Und so geht das dann weiter. Wie meine Musik vom Jazz beeinflusst ist, ist die Platten, die meine Eltern gehört haben, die Platten, die ich mir selber gekauft habe, über Hip-Hop. Gerade 90er Jahre Hip-Hop, was viel um Jazz-Samples gegangen ist. Das war dann auch irgendwie so eine Eintrittskarte von einer anderen Seite über die Hip-Hop-Samples zum Jazz wieder zurück. Teilweise dieselben Platten, die ich von meinen Eltern irgendwie gekannt habe. Dann schließt sich halt irgendwie so ein Kreis. Und das ist schon ein großer Einfluss, glaube ich. Ich meine, der Jazz, das als Musikrichtung zu bezeichnen, ist ja eh immer ein bisschen schwierig, weil Jazz heißt im Endeffekt nur, dass alles irgendwie möglich ist. Und das ist, finde ich, ein sympathischer Gedanke.